Hallo liebe Radsportfreunde, ich bin jetzt in der Toskana und zwar habe ich vor, den Tuscany Trail mitzufahren. Es geht heute erstmal los und zwar will ich heute nur mal ein paar Kilometer fahren zu dem Quartier von meiner Familie. Das sind etwa 35 Kilometer und morgen starte ich dann richtig. Es ist ja auch jetzt schon relativ spät. Ja, vielleicht hier nochmal mein Fahrrad. Ich habe mich entschieden, das mit Packtaschen zu machen. Baut sich was zusammen, so wie das aussieht. Heiß, 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 heiß. Und hoch geht's. Eben gab es noch einen Kaffee, da habe ich ein spanisches Ehepaar getroffen, die haben mir den Kaffee sogar ausgegeben. Super nett. Wir fahren jetzt hauptsächlich auf dem Via Francigenia nach Rom. Oh, wollen wir da durchfahren? Ich glaube nicht. Ne? Fantastisch. Ne? Wunderschön. Sind noch ungefähr 15 Kilometer, glaube ich, bis zu meinem Quartier. Guten Morgen, liebe Radsportfreunde. Wir sind gerade wieder gestartet. Wir haben gerade noch einen Kaffee getrunken. Wir machen jetzt noch mal eine Runde hier dieses schöne kleine Örtchen. Ich glaube, wir drehen. Ja, ob der Berg da vorne wohl nötig ist. Immer diese kleinen Hügelchen hier. Die sind schon heftig. Ist das nicht fantastisch? Jetzt bin ich auf der Straße oder auf der Route, wo die Le Roy Car auch gefahren wird, mit ganz alten antiken Rennrädern. Ich sag nur Le Roy Car und Tuscany Trail. Super! Voll schönes Örtchen, gell? Die haben wir gerade zum Mittag gegessen. Empfehlenswert, sehr, sehr nett. Thank you.
Moment mit leichtem Anstieg von 3-4%. Va bene, signore? Ja, gucken wir mal. Wir waren ja gerade in Radicofani auf 800 Meter über normal Null und jetzt geht es wieder rasant abwärts. Die Abfahrten sind hier mit Vorsicht zu genießen. Irre. Boah, wie sieht das hier toll aus. Guten Morgen, liebe Radsportfreunde. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Wir fahren noch gerade mal in die Stadt nach Sorano. Da muss ich noch mal rüber und eine Foto schießen. Wir kommen jetzt nach Vitigliano. Ich hoffe, das spreche ich immer richtig aus. Schöner Weg. Einmal schieben, bitte. Vitigliano. So, jetzt geht's wieder weiter von Vitigliano aus. Leckeren Cappuccino gab's hier. Der harte Anstieg ist, glaube ich, erstmal vorbei. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Na, jetzt sind es noch 30 Kilometer. Das tut gut, das zu wissen. Die letzten Kilometer rollen wir jetzt noch am Meer entlang. Dann haben wir es geschafft. Super!